Würden Sie uns was über Ihr Projekt erzählen? Ja, sehr gerne. Ich freue mich überhaupt, dass ihr da seid und dass ihr euch dafür interessiert. Das Projekt ist 2007 in Ghana entstanden, bei den Dreharbeiten zur 350. Folge mit Pierre Fries. Und wir haben da in einem Dorf gedreht, in Gomor Odumase, ganz im Süden von Ghana, und haben sehr, sehr nette Menschen kennengelernt, sehr hilfsbereite, freundliche Menschen. Und haben dort festgestellt, dass die Brunnen, das Grundwasser, das versandet ist. Also nicht das Wasser, sondern die Brunnen sind versandet. Und wir wollten gerne mit den Spenden, die wir hier in Deutschland sammeln, die wieder nach Ghana bringen. Durch den Verein Hand in Hand International gelingt uns das auf ganz unbürokratische, schnelle Weise. Und dann wollten wir auch gerne unterstützen, dass Sanitäranlagen in diesem Dorf gebaut werden können. Da leben 2000 Menschen und es gibt kein einziges Klo. Und das kann man sich vorstellen, kein Klo und kein Wasser und 40 Grad Hitze. Das ist, was Hygiene anbelangt, ist das schwierig. Und irgendwo muss man anfangen. Und meine Idee war, bei der Prävention anzufangen und nicht bei den Krankheiten, die nachher zu heilen, sondern erstmal dazu dafür zu sorgen, dass die Menschen gesund bleiben. Und das Ganze kostet 15.000 Euro. Das ist ein größeres Projekt für mich. Und jetzt habe ich dann schon fast die Hälfte zusammen, aber eben erst die Hälfte. Ich brauche noch Leute, die mit kleineren und größeren Beträgen mir vertrauen, dass das Geld auch wirklich dahin kommt. Und ja, ich bin dabei und hoffe, dass ich noch viele Unterstützer finde. Okay. Wollen Sie den Fans, Zuschauern des Videos noch irgendwie was mitteilen bezüglich des Also an alle, die schon gespendet haben, vielen, vielen herzlichen Dank. Dass die Bevölkerung in Gomor Odumase ist sehr, sehr dankbar. Und ja, wird die deutschen Fans von In aller Freundschaft nicht vergessen. Und für die, die es noch Unterstützer werden wollen, es gibt den Verein Hand in Hand International am Bodensee. Übers Internet kann da auch die Kontaktadresse gefunden werden oder sonst vielleicht auch über die Webpage. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Okay.